hier durch. Zurücktreten. Moment. Hallo? Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Ein verängstigter Volus. Danke. Bitte gehen Sie! Sehr schön. Also das hätte ich auch geschafft. Ja, mit Waffengewalt wahrscheinlich. Sehr geil. Zur Exploitationszone gelangen, das kriegen wir hoffentlich hin. Ich hoffe, der Händler nimmt uns nicht ganz so übel, der Manager, dass wir ihm 2250 Credits gestohlen haben, aber okay. Wir werden wohl hier irgendwie raus müssen, oder? Ich denke schon. Sieht gut aus. Ach, das ist die Exploitationszone, diese unauffällig. Ah ja, okay. Gut, ich hätte es auch so machen können, ehrlich gesagt. Ohne dass ich das steuern muss. Okay. Also, man könnte vielleicht mal C-Sicherheit kommen oder sowas. Oder ein geiler Krogana. Geil. Das gefällt mir. Schön. Tritt, genau. Danke, Rex. Rex? Was machen Sie denn hier? Kleinerer Streit mit dem Rat über die kroganische Expansion. Was ist das denn für eine Waffe, bitte? Ich nehme an, ich werde sie gleich einsetzen. Ich kämpfe mit Rex und Liara gegen die Truppen. Wie geil ist das denn? 1000 Schuss. Shepard, gibt es einen Weg hier raus? Weiß ich noch Rex, nicht. Ich bin Profi. Das ist kein Ja. Aber auch kein Nein. Das ist wohl wahr. Hallo! Joker, wir haben kein Transportmittel mehr. Wo sind Sie? Unterwegs. Hab Brooks aufgesammelt. Dachte, Sie haben bestimmt ein paar Fragen. Kämpft Rex mit uns? Ja, er kämpft mit uns. Wir haben hinten übrigens einen Söldnerschützen. Würde ich ganz gerne mal Rex überlassen. Was hast du eigentlich nochmal für Kräfte? Barriere? Nee, das ist Quatsch. Du hast eine Antigravitationsgranate. Das ist auch Quatsch, weil du keine Granaten hast noch nebenbei. Blutbad. Was nur geht ohne Schilde und ein was... Stimulanzpack, was du auch nicht hast, weil du auch keine Granaten hast. Aber wir haben noch unsere wundervolle Azari. Gemacht. Rex ist gerade verstorben. Sehr unangenehm. So, dann schaffen wir ein bisschen Tatsachen. Azari, du bist hier irgendwie ein bisschen falsch, aber okay. Kannst du bitte mal dem Typen hier hinten eine Singularität an den Kopf knallen? Ja und nein. Söldner in einem Shuttle von C-Sicherheit. Was? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Natürlich, tut mir leid. Wir sind gleich da. Unter? Rex muss mal gleich helfen. Wir haben nur gerade wenig Zeit für sowas. Ich bin da, Commander. Halten Sie durch. Ja, ja, mach ich schon. Alles cool. Moment. Ihr beide? So, der Typ hier kann noch mal... Was kannst du denn bekommen? Warp, ja. Der ist tot. Ihre Position, Commander. Folge einfach dem Mündungsfeuer. Gut. Bestätige. Ja, war's tot. Mir leid, dass ich so spät komme. Ich musste die Touristenroute nehmen. Hallo? Wir hatten vier Beinahabstürze. Wo zum Teufel haben Sie bloß fahren gelernt? Schöne Grüße von Brooks. So, hier ist er ganz schön. Kommen Sie zum Shuttle. Ja, gleich. Ach so. Ja, dann am besten jetzt. Sie fragen sich, wo Sie anfangen sollen? War das kurz ein Ladebildschirm? Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht? Wer waren diese Söldner? Schwer bewaffnet und mit Shuttles von C-Sicherheit.
Ich weiß nicht. Hab sie noch nie gesehen. Unfassbar, dass sie das überlebt haben. Die hatten Waffen und Granaten und diese Drohnendinger. Das ist wohl wahr, aber die Drohnendinger haben mir auch sehr gut geholfen, muss ich sagen, gegen die eigenen Leute. Warum haben die eigentlich Kram von C-Sicherheit bekommen? Ist schon okay. Ich frage Commander Bailey, was bei C-Sicherheit los ist. Okay, das klingt... Moment! Macht das Ihren Kontakt dann nicht automatisch auch zum Ziel? Sie hat recht, Shepard. Bis wir mehr wissen, ist das ein enormes Risiko. Okay, dann machen wir erstmal allein weiter. Bailey ist doch ein Drahtzieher hier. Genau, allein. Ohne Hilfe. Außerhalb des Gesetzes. Okay, klar. Ja, sie machen es übrigens ganz gut, obwohl du wahrscheinlich unglaublich aufgeregt bist und dein Herz ungefähr mit 120 Schlägen pro Sekunde kämmert. Brooks, es ist okay. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Ich wurde angeschossen. Ich habe Medigel. Aber ich mache einen Bürojob, damit ich eben nicht angeschossen werde. Und sie töten 100 Leute mit einer Pistole. Okay. Aber auch ein bisschen verbrennen ja, dabei. Das ist passiert. Ich meine, wer macht sowas? Also außer Ihnen. Medigel macht einen angeblich nervös. Wirklich nervös? Ach nö, geht schon. Wie sind Sie da reingeraten? Schön. Ich verhindere für den Allianz-Geheimdienst das Fälschen und Hacken von Officer-IDs. Ich melde zum Beispiel, wenn jemand mit einem Admirals-Ausweis einen Nachtclub auf der Citadel besucht, obwohl dieser Admiral gerade auf Tuchanka kämpft. Ich habe ein tolles Programm dafür geschrieben. Es heißt Mr. Biscuits. Wie meine Katze. Brooks. Tut mir leid. Also, Mr. Biscuits, mein Programm hat ein Eindringen in Ihre Geheimakten festgestellt. Das sollte echt nicht passieren. Das geschah dann mit allem, was wir über Sie haben. Personalakte, Missionsberichte, einfach alles. Seit wann führt das Hacken von Personaldaten zum Einsatz schwerer Waffen? Bedenken Sie, was Verbrecher mit Shepards militärischen Zugangscodes anfangen könnten. Sag mal. Oder mit seinen Spectre-Codes. Deshalb sollen Sie sterben, Shepard. Dann hält die nichts mehr auf, bis es zu spät ist. Ich muss ganz ehrlich mal fragen. Was kann die Allianz eigentlich überhaupt? Ganz ehrlich... Sämtliche Dinge, die Allianz versauen kann, können sie versauen. Ich meine, sie können etwas kämpfen, das ist schon okay, verlieren aber auch ganz gerne mal irgendwelche Schlachten. Gut, muss man sagen, sie lassen Citadel, also nicht nur die Allianz, sondern auch die Sicherheit, sie lassen, ich meine die Citadel hauptsächlich, sie lassen sozusagen die eigene Station einnehmen von irgendwelchen Cerberus-Truppen, werden so total überrannt, obwohl es einmal so viele waren, ging relativ gut alles, dann lassen sie die höchsten Sicherheitssperren knacken und stehlen. Ich meine, von Spectre, das ist schon ziemlich hart, das zu machen. Wird auch immer so geklaut. Ganz ehrlich, C-Sicherheit kann überhaupt nichts. Das ist wirklich traurig manchmal. Na gut, das ist was Größeres. Landurlaub gestrichen, mal wieder, genau. Dann sind wir wohl wieder im Einsatz. Wir verbringen einen ruhigen Abend. Nur wir beide. Ja. Sobald das hier vorbei ist. Jetzt. Okay. Vorschläge, wo wir ansetzen können? Vielleicht. Die Pistole, die sie mitgenommen haben. Ganz schön heftig für so ein kleines Ding. Ich hab sowas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Versuchen Sie's. Aber ich möchte Sie warnen. Ich hab nichts gefunden und ich hab ziemlich tief rumgestochert. Aber natürlich. Cliff? Sortiere relevante Informationen, Dr. Tassoni. Danke. Okay, Liara ist beschäftigt. Was macht der Rest der Crew? Ja, was ist mit diesen Faulenzern? Joker, sie waren fleißig. Ich habe Leute gefunden, die gerne unter Beschuss liegen. Jawohl, Erlaubnis, ja. Erlaubnis, an Bord zu kommen, Shepard? Mit Gruppen wieder reden. Ja, mach ich das nochmal. Plus alles Mögliche. Wunderschön. Und Erfolg freigeschaltet, Prioritätsziel. Ja, davon habe ich aber relativ viele Erfolge freigeschaltet in der Zwischenzeit. Aber okay. Reden wir erstmal mit Joker. 15.000 Credits. Ach. Kann okay. Bei durchlaufen. Später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten. Nee, besser nicht. Wie läuft's, Commander? Eigentlich ganz gut. Komm, reden wir mit den wichtigsten Gruppenmitglied zuerst, Kane. Die Normandy ist schön, aber zum Entspannen nach einer Mission gibt's nichts Besseres als das hier. Die Beobachtungslounge braucht einen Whirlpool. Da würde niemand mehr arbeiten, Kane. Hey, Shepard. Hey, Kane. Hier steht der mal rum, oder was? Okay. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Tja, find's doch mal raus.
Shepard. Mit dem Muckis ist das bestimmt einiges für Frauen zu bieten, sagen wir mal. Ich habe was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn sie bereit sind. Okay, mach mal später. Ich will erstmal kurz mit allen reden, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Ach, ich stehe jetzt hier überall in der Wohnung rum, okay? Oder sitzt? Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Die zivilen Verluste, na gut. Es sind Verluste. Shepard. Es sind sogar sehr tragische Verluste. Wo kann man hier noch rein? Achso, hier ist der Ausgang, okay. Habe ich mit Rex schon gesprochen? Ich glaube es eher nicht. Und wenn ja, wo ist Rex? Wahrscheinlich auf Toilette. Nein. Oh mein Gott. Wenn sich jetzt alle hier irgendwo in der Wohnung verbarrikadiert haben, dann... Oder positioniert haben, dann würden wir jetzt eine Weile brauchen, die alle zu finden, glaube ich. Ist hier oben jemand? Rex, da ist er. Und wer ist das? Javik. Als wir in meinem Zyklus vor dem Kampf geflohen sind, indem wir durch Tanks mit Wassertieren stürzten, haben wir normalerweise... Oh, richtig. Haben wir nie. Sie sind ein Pionier. Mein Gott, Javik kann lachen. Das ist ja schön. Danke für die Rettung, Rex. Ich wette, Sie haben noch nie gesehen, wie ein Shuttle so runtergeholt wurde. Ich hab's immer noch drauf. Ja, das hast du wohl, Rex. Die Politik hat dich nicht weich gemacht. Das finde ich sehr schön. Ach, hier würde ich jetzt gerne rein. Kann ich aber nicht. Okay, ich glaube, damit haben wir alle Gruppenmitglieder. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube schon, ja. Es sei denn, irgendwelche Techniker stehen noch irgendwie rum. Ach nein. Die Techniker sitzen einfach rum. Zum Glück ist bei dem Hinterhalt nichts weiter passiert. Keiner von uns hat das kommen sehen. In der aber Tat. Aber das ist eine Lektion. Kein Abendessen mit Joker. Es endet immer böse. Gut, du musst aber auch sagen, es gibt mir ein bisschen zu denken, dass keiner von uns hat kommen sehen. Und dann mache ich erstmal das, was sehr, sehr wichtig ist hierfür. Ich werde erstmal gucken, ob ich meine Badezimmer mehr ausstaffieren kann. Kann ich nicht. Mann! Ich will neue Dinge haben. Schade. Gut, gehen wir zu Liara und gucken mal, was sie so rausgefunden hat. In Zusammenarbeit mit Glyph. Nein, dich hatte ich schon. Da ist er. Können wir mit Glyph nochmal einzeln reden? Ja, können wir. Wir können auch noch mit Dingens reden. Ich werde wegen der Schusswunde einen Bericht schreiben müssen. Sowas soll total kompliziert sein. Es geht schneller, wenn Sie eine Vorlage anlegen. Also ich finde, man wird hier zu oft angeschossen. Ich stell mir gerade vor, wie Shepard den Bericht schreibt, ja, über eine Schusswunde. Keine Ahnung, Bericht Nummer 1000 oder was auch immer. Einfach nur so Copy-Paste, ja, im Gefecht mal wieder, bla bla bla. Glyph. Ich stelle für Dr. Tissoni Daten über die Waffe zusammen. Das freut mich sehr. Sie Dr. müssen Tissoni. Die Ergebnisse gleich haben. Ich habe Resultate. Soll ich das Treffen einberufen? Ja, komm, mach. Los geht's. Ich habe Garrison mit ihm nicht gesprochen. Wir haben Mist. Eine Spur. Ich konnte die Waffe zurückverfolgen. Sie führte zu dem Casino-Besitzer Elijah Khan. Er wird verdächtigt, seinen Profit zum Waffenschmuggel auf die Citadel zu benutzen. Direkt nach dem Anschlag auf Shepard führte Khan ein interessantes Telefonat. Ich beende unser Geschäft. Sie erhalten Ihre Vorauszahlung zurück. Was ist das Problem? Wenn ich eine Waffe verkaufe, will ich Sie nicht in den Abendnachrichten wiedersehen. Es gibt keine Verbindung zu mir. Vergessen Sie's. Wir sind fertig miteinander. Und wenn Sie mich erledigen wollen, werden Infos über Sie zur Hauptsendezeit laufen. Denken Sie darüber nach. Khan, Ende. Das ist also unser Identitätsdieb. Er hat anscheinend eine ID-Tarnung. Diese Dinger sind nur sehr schwer zu umgehen. Wer sind die Söldner, die wir gesehen haben? Wie sieht's mit den Söldnern aus, die uns angegriffen haben? Sie gehören zu einer Privatarmee, die sich CAT-6 nennt, was bekanntlich eine Allianzbezeichnung für unehrenhafte Entlassung ist. Ah, okay. Viele haben Vorstrafen, sind steroidsüchtig und auch sonst sehr sympathisch. Zweifellos von dem Dieb angeheuert, nicht von Khan. Das Telefonat war ziemlich belastend. Wie kommt man an sowas? Mit den biometrischen Daten der Waffe, dem Geheimdienst der Salarianer und einer Hana-Prostituierten mit implantierten Kameras. Ah ja, okay. Im Ernst? Nein, aber die Wahrheit ist langweilig. Cool. Khan könnte ein Verbündeter sein. Glaube ich nicht unbedingt, aber Khan könnte eigentlich kein Khan unter Druck setzen. Wer immer die Stimme war, Khan war nervös und hat den Kontakt gekappt. Wir können Khan unter Druck setzen, bis er plaudert. Leichter gesagt als getan. Er hat einen Panikraum im Casino. Eine gute Zuflucht.
Wir können mit Programmen von Edi die Tür hacken, aber dann bleiben noch Kameras und Wachen. Ja, Khan könnte verschwinden oder schlimmer. Wenn seine Wachen feuern, sind normale Leute gefährdet. So wie ich. Sie hat recht. Wir dürfen ihn nicht verschrecken. Kleines Team, keine Schusswaffen. Dr. Tassoni, heute Abend findet in dem Casino ein Charity-Event für Kriegsflüchtlinge statt. Okay. Kauf ein paar Tickets, Glyph. Und dann zeig uns einen Plan des Gebäudes. Okay. Und wie nah kommt man daran? Panikräume haben meistens keine Hintertür. Dieser Luftschacht führt am Sicherheitstor vorbei und endet im Lager. Von dort lässt sich die Türkamera des Panikraums deaktivieren. Trotzdem reden wir von einem Casino. In dem Schacht gibt's sicher Alarme. Ich habe dafür vielleicht Gegenmaßnahmen. Wenn wir drin sind, kann ich mehr sagen. Wer geht in den Schacht? Man muss da zu klein sein. Für mich ist das nichts. Zu viele gegrillte Varenbeine. Meine Anwesenheit im Casino wäre verdächtig. Findest du? Macs sind verboten, weil sie Betrugssoftware einsetzen könnten. Sie brauchen jemanden mit einer Ausbildung in Null-Emissionstech. Keine Elektronik, kein Metall, nur nicht feststellbare Kunststoffe. Ich hatte da mal einen Kurs und musste eine Bombe mit einer Pinzette entschärfen. Die Bombe war mit Rasierschaum gefüllt? Okay, Sie sind dabei. Was? Nein. Was? Sie haben es selbst gesagt. Wir haben alle zu viel Tech. Aber auf mich wurde geschossen, weil ich mit Ihnen reden wollte. Und jetzt soll ich mich in einen Panikraum hacken? Natürlich, aber Sie sind nicht allein. Wir unterstützen Sie. Sobald ein unlösbares Problem auftaucht, erhalten Sie Schützenhilfe. Nachdem das geklärt ist, gibt's nur noch eine Hürde, um reinzukommen. Und die wäre? Abendgarderobe erforderlich. Cool. Wie geil ist das denn bitte? Okay, wir dekorieren jetzt alle um. Wie kann man denn Brooks umdekorieren? Gleich mal ansehen. Aussehen ändern. Das ist die Abendgarderobe. Wie ist die Abendgarderobe von Rex? Gar nicht. Ja, das ist keine Abendgarderobe. Das ist keine Abendgarderobe. Ach so, letztendlich ist es wahrscheinlich sowieso ziemlich egal, was ich anwähle. Letztendlich muss ich eh, wird wahrscheinlich meine Garderobe automatisch bestimmt werden. Wen soll ich mitnehmen? Ich nehme erstmal Liara mit. Und zwar nur Liara, weil Brooks ist ja auch dabei. Gut, dann machen wir das halt so. Oder, da muss ich mal gucken, wer noch besser geeignet ist. Garrus ist jetzt nicht gerade der geborene Diplomat. Caden. Ich brauche jemanden, auf den ich zählen kann. Edi geht der nicht, ist das schon draußen vor. Liara würde ich schon ganz gerne nehmen. Javik ist auch nicht gerade ein geborener Diplomat, vor allem fällt er auf als einziger Protean in der Galaxis. James ist auch eher so der einfache Typ. Brooks ist schon ausgewählt, okay, dann bleibt Liara wirklich übrig. Und wenn nicht, hätte ich mir einfach so zurechtgelegt. Ich mag die Ladebildschirme mittlerweile echt. Hat was. Oh. Commander, dieses Outfit. Jemand muss mich auffangen, wenn ich ohnmächtig werde. Ich fange dich gerne auf. Auffangen reicht da gar nicht. Cool. Wieso sind Sie so ruhig? Schön, Sie waren unter einem Reaper, während der einen Dreschlund bekämpfte. Für Sie ist das nichts Besonderes. Das will ich auch mal sagen, ja. Ruhig, Brooks. Klar. Okay. Ruhig. Nice. Ich gehe zum Lüftungsschacht. Wünschen Sie mir Glück. Liara, mach ich doch. Irgendeinen Input? Khan hat viel Überwachungstechnik. Ich würde mich unter die Gäste mischen, um normal zu wirken. Okay, Liara. Ich nehme Kontakt mit dem Gesindel auf. Dem Gesindel? Okay, unter die Leute mischen in verschiedensten Formen. Wie geil ist das denn bitte? Alter Schwede, geht hier viel ab? Oh mein Gott. Wir können es praktisch überall unter die Leute mischen. Ich mische mich schon mal an diese Frau. Ran. Nein, im Ernst. Haben Sie schon mal versucht, einen Krankenwagen mit einem Skycar zu verfolgen? Das gehört zu den gefährlichsten Dingen, die es überhaupt gibt. Ich rufe zurück. Hier ist ein potenzieller Klient. Was? Gefällt Ihnen die Party? Das hier ist pures Adrenalin für mich. Nachher tritt an der Bar ein Feuerschlucker auf und über dem Bezirk gibt es ein Feuerwerk. Feuerwerk im luftleeren Raum? Geht das überhaupt? An Silvester hat's auch geklappt.
Egal, wie sie es gemacht haben. Das war der reinste nukleare Wahnsinn. Commander, ich bin oben bei dem Gitter, das zu dem Schacht führt. Aber es gibt ein Problem. Können wir uns treffen? Ja, denke ich. Was ist das hier? Quasar aktivieren? Ach du Scheiße. Quasar-Spielregeln. Wählen Sie den Betrag aus, den Sie einsetzen möchten, um das Spiel zu starten. Sie beginnen das Spiel mit 1 bis 5 Punkten. Danach können Sie sich beliebig oft 1 bis 8 Punkte oder 4 bis 7 Punkte geben lassen. Das Spiel ist so nah wie möglich an 20 Punkte heranzukommen. Das Ziel, genau. Aber keinesfalls darüber. Wählen Sie Ihre aktuelle Auszahlungssumme, um das Spiel zu beenden. Auszahlung. 0 bis 14 nichts. 15, 25%, bla bla bla. Also okay. Drücken Sie F, um das Spiel zu beenden. Also es ist letztendlich, wie heißt das? Blackjack? Oder 1704? So, okay, ich steuere das nicht mit der Maus. Ich steuere es mit den Pfeiltasten auch nicht. Mit WASD offenbar, doch, da passiert irgendwas. Erstmal den kleinen Betrag. Ja. Ich hätte gern eine 1 bis 8. Und bekomme eine 7 oder eine 8. Nochmal. Eine 2, ich bekomme also 10. Nochmal das Ganze. 14, machen wir gleich nochmal. 22, war ja wohl nix. Kein Gewinn. Machen wir noch ein, zwei Spielchen. Ja. Nochmal 250. Machen wir mal 4 bis 7. 9, okay. 1 bis 8. 12, nochmal 1 bis 8. 15. Jetzt möchte ich möglichst eine 20 haben. 4 bis 7. 22, natürlich kriege ich sofort eine 7. Okay, ein Spielchen machen wir noch. Und zwar direkt um 500. Vielleicht können wir unseren ganzen Gewinn zurückbekommen. Oder wir verlieren insgesamt 1000, je nachdem. Wir sind ja vernünftig. 1 bis 8. 1 bis 8. 1 bis 8. 1 bis 8. Ich will 4 haben. Das heißt, ich werde das da unten auf keinen Fall nehmen. Das da nämlich. 6. Ich kriege immer 22. Warum kriege ich immer 22? Das ist doch gefaked hier. Lass mich. Das ist alles Beschmu hier. Hau ab. F. So. Quasar stinkt. Ich soll mich mit Brooks treffen. Ich muss nur kurz gucken, wo ich mich mit Brooks treffen soll. Ich bin oben. Ah ja. Dankeschön. So. Wo ist sie denn? Die liebe Brooks. Ah, da ist er. Ja, ich stehe übrigens vor dir. Okay, genau wie wir dachten. An dem Gitter ist ein Alarm. Wir müssen ihn überbrücken. Nehmen Sie das hier. Es ist eine Resonanzimpulslinse. Damit können Sie Sicherheitsraster und Kabel sehen. Gut. Ich folge der Verkabelung zu einer Anschlussbox, überbrücke sie und deaktiviere den Alarm. Ich drücke die Daumen. Die Linse von... Geil! Gut. Folgen Sie dem blauen Kabel. Das ist ja mal geil gemacht. Einfach mal. Nicht versuchen, eine Kamera zu überbrücken, wenn man beobachtet wird. Danke. Wissen Sie, also hier vielleicht nicht gerade. Vor dem ersten Mann, der zum Saturn emporblickte. Ich sehe einen Anschluss in der Wand, aber darauf ist eine Kamera gerichtet. Shepard, ich schicke einen Hack an Ihr Universalwerkzeug. Er täuscht die Kamera, zerstört sich aber nach wenigen Sekunden selbst. Okay. Alles klar. Ja, wie kann ich das machen? Ich bin beobachtet. Jetzt bin ich gesichert. Ja, gut. Fantastisch. So muss das. So, die Kamera ist gesichert. Jetzt ist der Anschluss frei. Die Überbrückung ist drin. Wundervoll. Sehr gut. Das Gitter ist jetzt offen und ich bin drin. Sehr schön. Dauern. Ja, mach ich doch. Wir können es also wieder unter die Leute mischen. Wie geil ist das denn bitte? Mach mal natürlich auch erst in der nächsten Folge. Bis gleich.